Du bist für 3 Sekunden drin. Das ist ein Gewinnspiel. Ich muss mich suchen. Dicker, was macht der? Er macht aus mir ein Gewinnspiel. Will der mich eigentlich Okay, welches... Warte, Bruder, zuerst das Boolean-Video. Das hier oder das hier? Es sind ja zwei. Okay, dann schauen wir jetzt zuerst das hier. Dann schauen wir zuerst das und dann das andere. Meine Fresse, Digga. Wirklich. Digga, der Typ... Ey, der Typ macht einfach so viel Content aus mir, diesem... Julian Bam, ich mache dir jetzt eine Ansage. Solltest du diese Reaktionen claimen, solltest du wirklich so dreist sein und diese Reaktion claimen, bei Gott, weil Julian Bam, er claimt immer die Hauptkanalvideos, werden geclaimed. Die werden geclaimed. Sollte das hier passieren, dann werde ich dich wirklich wegen Missbrauch, und das mache ich einfach nur als Joke, wegen Missbrauch meiner Daten in einem YouTube-Video, in einem nicht angemeldeten Gewinnspiel, einfach anzeigen. Ich würde 5000 Euro Rechtsanwaltskosten auf mich nehmen, nur damit wir einen lustigen Rechtsstreit haben und wir vor Gericht sitzen und lachen. Ich würde dich ernsthaft anzeigen deshalb. Erstmal Freunde anzeigen. Nice. Bei Gott, Julian Bam, solltest du diese Reaktion von mir claimen, ich werde dich anzeigen. Mal ein sehr ernstes und ein sehr emotionales Video, deswegen... Musik. Es geht um die ganzen Disses, die wir gegen Rewe gemacht haben. Die auch langsamer aufhören sollten, weil wie lange sollen wir diesen Joke noch ziehen? Absolut unlustig auch, wa? Absolut unlustig. Deswegen wollten wir ausnahmsweise mal etwas anders machen. Und das habt ihr vielleicht auch schon im Outtake-Video gesehen, dass auf einmal da Rewe war. Setz dich hin. John, auch ein Leidensgenosse, der mindestens genauso sehr verantwortlich ist für das, was passiert ist. Und auch der lustigste Mensch, den ich kenne. Guckt ihn euch an. Ein Prachtexemplar an Humor. Also ich erzähle jetzt gerade die Sache mit Rebi, by the way. Digga, er nimmt wirklich den Dezember nochmal anders auseinander, dieser Weg. Nur mit Disses, das ist so schlimm. Oh, ja. Okay. Bin so sauer gerade. Im Outtake-Video, was gestern online gekommen ist, habt ihr ja Outtakes von Rebi gesehen. Digga, ich bin auch noch so ein Opfer. Märchen Asozial kommt online, ich lade das hoch, ich mache einen Vlog dazu. Thomas sagt, schick mir einen Link, er antwortet nicht, denkt mir so, perfekt, Digga. Er sagt so, ja, ich packe das in die Videobeschreibung, ich lade den Vlog hoch und alle fragen sich, hä? Warum bist du nicht im Video? Junge, wie kann man so ein sein, Junge? Und dann habt ihr euch vielleicht auch gefragt, hä, aber ja, wo war Rewe jetzt bei Keta Pan im Hauptvideo? Wo war er? Wo war er, John? John, wo war er? Nicht da. Ich dachte auch so, Elvis, Digga, wieso als Elvis? Das hat gar keinen Sinn gemacht. Die Sache ist die, Rewe wollte unbedingt im letzten Märchen Asozial mit dabei sein und selbst die Community hat sich's gewünscht. Und wir so, okay, let's do it. Das ist das große Finale, ja. Das ist der letzte Teil vom ersten Hauptvideo. Lass es machen, lass etwas anders machen. Unter der Bedingung, wir bleiben uns treu und machen dann trotzdem das. Wie oft willst du dich noch bewegen, Digga? Während einer schlaflosen Nacht und vielen vollgeschriebenen Seiten nur mit der Motivation, einen Diss zu schreiben, der stärker ist, der Meta ist, der dem letzten Märchen in Asozial gerecht wird, kamen wir auf folgende Idee. Und zwar was? Rewe als... Wacker, Elvis Presley. Und das, liebe Freunde, sind die Aufnahmen, die dabei entstanden sind. Dieser dumme Alter. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Elvis Presley, der dann Folgendes sagt. Der einzige Bastard bist du. Ich dachte mir schon so, wie soll das da reinpassen, Alter? Das passt überhaupt nicht. Der einzige Bastard bist du. Ich gebe dem Typen meine Halle. Er kann da drehen. Ich habe den Dreh mit Pietro organisiert, Dicker. Junge, ich habe ihm alles ermöglicht. Ich habe geguckt, dass Pietro da hinkommt. Alles habe ich geklärt, alles. Und er macht so. Bist du? Bist du? Love me tender. Love me tender. Bin ich der Einzige, der hier noch normal ist? Ich? Einzige? Ja, ja. Bin ich der Einzige, der hier noch normal ist? Ja. Und ja, Digga, was soll denn das einfach nur? Merkt Elvis Presley bei Peter Pan. Macht gar keinen Sinn, aber ich hab's nicht in Frage gestellt, weil alles in diesen Märchen kompletter Scheiß ist und es ist immer ein Fiebertraum. Und wenn man sich das anguckt, fragt man sich sowieso, was man für Drogen konsumiert haben muss, um das zu verstehen, ihr dummen... Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja übercringe. Und dann haben wir den auch nicht ins Hauptvideo geschnitten. Ach nee, das war ja der Diss. Der einzige Bastard bin ich! Was soll das denn, Digga? Was ist das denn jetzt? Wie kann man so ein Bastard sein? Wie kann man so ein sein, Julian Bam? Oh!
Digga, mir geht's gerade gar nicht hoch, Digga. Mir geht's gerade gar nicht gut, ne? Mir geht's ja gerade überhaupt nicht gut, de facto quasi. Oh, mir geht's ja wirklich absolut nicht gut, nee.